Die letzten Wochen habe ich Ihnen ja was erzählt und mit Ihnen auch ein bisschen was gearbeitet in Richtung der klassischen grafischen Schnittstellen, Fenster und Menüs und so weiter. Jetzt wollte ich Ihnen das Web erklären. Toll, haben Sie noch nie was von gehört, aber ein bisschen aus anderer Sicht. Also so ein paar Grundlagen, ohne die geht es nicht. Aber ich versuche ein bisschen mehr Hintergrund auch noch zu bringen und vor allen Dingen in die Richtung zu gehen, nicht nur wie die Technik funktioniert, heute vielleicht erstmal noch ein bisschen mehr Einsichten in die Technik, aber vor allen Dingen auch, wie es dann verwendet wird und was die Unterschiede angeht in der Bedienung, in der Handhabung, im Unterschied zu den klassischen grafischen Oberflächen. Also das große Web. Das haben Sie ja gerade sozusagen zur Geburtsstunde erlebt, 1990, 1991. Tim Berners-Lee, heute ein sehr bekannter Mensch, der Erfinder des World Wide Web. Er hat als allererstes mal in Anführungszeichen erfunden HTML, die Hypertext Markup Language. Und dann hat er tatsächlich auch den ersten Browser geschrieben. Und der hieß lustigerweise dann auch wirklich World Wide Web, der erste Browser, den er geschrieben hat. Ich will jetzt nicht, dass Sie diese Jahreszahlen auswendig lernen, aber das können Sie hoffentlich in Relation zu Ihrem Geburtsdatum setzen. Das gibt Ihnen eine gewisse geschichtliche Idee. Erster Browser von Ihnen geschrieben hieß World Wide Web. So wie heute die ganze Angelegenheit heißt, das World Wide Web. Wobei er ihn in C-Art geschrieben hat, World Wide Web, ohne Leerzeichen, World Wide Web. Bald danach, 1993, Netscape, der sozusagen zweite Browser oder der den Markt dann wirklich aufgeräumt hat, der erste große Browser, erst hieß er Mosaic. Und dann hieß er Netscape. Ich weiß gar nicht, ob jemand von Ihnen sich noch an Netscape erinnert. Tatsächlich noch ein paar. Netscape ist heute irgendwo in Mozilla vergraben, noch in kleinen Anteilen, in kleinsten Anteilen. Das war der Anfang, so lange her ist das. Die Grundidee war ja erstmal, Forschungsergebnisse ins Netz zu stellen. Der gute Mann hier, Tim Berners-Lee, am CERN tätig. Eigentlich ging es darum, Forschungsergebnisse ins Netz zu stellen als Hypertext, verlinkt, so wie Sie das kennen eben. In dem Text gibt es Links drin, auf die man klicken kann und dann kommt man zum nächsten Text. Das war eigentlich die Hauptsache. Wenn man heute Spiele macht im Browser oder Bahntickets bestellt, dann gibt es vielleicht hier und da auch noch ein paar Hypertext-Links, aber eigentlich geht es gar nicht mehr um Hypertext bei der Angelegenheit. Das ist in den Hintergrund getreten. Ist auch eine Lektion. Jemand erfindet was, was wahnsinnigen Erfolg hat, aber eigentlich gar nicht unbedingt dann mehr so genutzt wird, wie der Erfinder das mal vorhatte, dass da jetzt wissenschaftliche Ergebnisse vernetzt werden. Darum geht es ja nun gar nicht, wenn der Großteil des Traffics im Internet heute YouTube-Katzenvideos sind oder Schlimmeres. Wie sieht HTML aus? Also, was er sich zuerst ausgedacht hat, war HTML, ein Standard, um solche Dokumente zu beschreiben. Hypertext Markup Language, die Auszeichnungssprache für Hypertext-Dokumente. Damit wir alle auf dem Stand sind, das sehe heute so aus. Ich sage am Anfang zu einer Datei, diese Datei ist dann etwas, was der Server schicken würde an den Browser. Am Anfang zu einer Datei würde ich nach heutigem Standard HTML5 sagen: Okay, das ist vom Dokumententyp Doctype HTML. Früher sah das schlimmer aus. Heute ist einfach das am Anfang von so einer Datei. Nach dem modernen Standard HTML5. Damit sage ich einfach, hier kommt eine solche Datei in diesem Standard. Und die hat zwei große Einheiten. Die eine heißt Head, der Kopf. Das hatte ich, glaube ich, schon mal bei Qt erzählt, wie das so aussieht. Dieses Datenformat mit spitzen Klammern. Hier zwischen steht der Kopf, da fängt er an, der hört er auf. Und dann gibt es noch einen Body. Da fängt er an, da hört er auf. Und dann müssen wir noch das da oben wieder zumachen, HTML noch dahinter setzen. Jetzt verlangt der Standard obendrein noch, dass man sagt, wie die Zeichen kodiert sind. Es kann ja sein, und heutzutage ist es üblicherweise der Fall, dass man nicht nur die üblichen amerikanischen Zeichen hat, sondern auch mal ein paar Umlaute oder ein paar kyrillische und insbesondere chinesische Zeichen. Da muss man irgendwie die auch noch in so einer Datei darstellen. Deshalb steht da typischerweise sowas direkt in dem Header hier, in dem Head. Eine Meta-Angabe, eine Angabe über Daten im Sinne von Metadaten, dass die
Zeichen gespeichert sind als typischerweise UTF-8. Da muss ich demnächst mal irgendwann drauf eingehen, wie kann man fremde Sprachen denn vernünftig übertragen. UTF-8 ist das üblicherweise, was man macht. Dafür müssen wir es dann hier aber auch speichern unter, sehen das Codierung nicht ANSI, das wäre das Klassische. Die amerikanischen Zeichen und alle anderen haben Probleme. Das Übliche, was man macht heute, ist UTF-8. Das ist die Standardcodierung, wie man sie sonst kennt, bis auf die Sonderzeichen, die werden dann eben anders umgesetzt, relativ schlank. Und ich nenne dieses Ding mal sofort auf dem Desktop auch test.html, um das dann auch vorzuführen. So sieht das bisher aus und jetzt können wir ihn auch was tun lassen. Hier beim Header gibt man den Titel der Seite an. Das wäre der Anfang vom Titel und das wäre das Ende vom Titel. Da schreiben wir irgendwas Grandioses dazwischen. Eine tolle Seite. Das wäre der Titel und hier unten hätten wir irgendwas tatsächlich im Body, im Körper. Das, was auf der Seite stehen sollte, zum Beispiel eine Überschrift. Hier fängt eine Überschrift erste Ordnung, Heading 1, eine Überschrift erste Ordnung an. Bla, bla, bla. Und da endet sie. Und ein Textabsatz. P für Paragraph. Sie sehen, das ist alles relativ kurz. P für Paragraph. Irgendein Text. Das wäre, was Herr Berners-Lee erfunden hat. Die Dokumente so aufzuschreiben. Sie sehen, das Wesentliche fehlt noch. Die Hyperlinks. Das muss ich eigentlich natürlich auch noch sagen. Machen wir das gerade nochmal. Wenn ich so einen Textabsatz habe und darin einen Hyperlink haben will, geht das unter dem Namen A, wie Anker. Ah, und da gebe ich jetzt an href, Hypertext Reference, wohin die Referenz geht. Und am Ende sage ich, das ist das Ende von dem Link. So sieht das aus. Und jetzt müsste man hier irgendeine vernünftige Adresse angeben. Ich gebe einfach meine Webseite an, dass er dann tatsächlich irgendwas macht, ohne mich in urheberrechtliche Schwierigkeiten zu bringen. So, jetzt haben wir auch noch einen Link drin. Im Endeffekt ist das und ein bisschen mehr, wie das alles technisch funktionieren soll, was der gute Mann erfunden hat. Und dann hat er eben ein Programm geschrieben, mit dem das dann auch tatsächlich ausgewertet werden kann. Das ist im Endeffekt ein Webbrowser, wenn ich dieses hier auswerten kann, anzeigen kann und klickbar machen kann. Das ist im Endeffekt der Job vom Webbrowser. Wenn ich jetzt keinen großen Unsinn gemacht habe, müsste man das wirklich zum Laufen kriegen, dann ist es tatsächlich ein Link. Gut, also das ist die große Erfindung von Herrn Berners-Lee, von der wir heute profitieren, dass das geht. Der Server schickt diese Datei und der Browser stellt sie dar und ich kann mich durchklicken. Das ist im Endeffekt alles, aber eben ein Multimilliarden-Business. Mal weiter zur Historie, das waren die Grundlagen. 1995, und den Dreh habe ich auch im Bericht dann seiner tatsächlich in CT geschrieben, gab es ein Ding, das nannte sich Future Wave, dass keiner den Namen auswendig lernt, ist nur so ein bisschen Hintergrund, Future Wave, Future Splash. Future Wave war der Name der Firma, Future Splash war der Name eines Plugins, will sagen, eines Zubehörteils sozusagen für Netscape, dass man noch mehr Sachen anzeigen konnte. Vektorgrafiken zeigen konnte. Im Endeffekt hat Macromedia das Ding gekauft. Irgendwann. Auch eine Firma, von der man heute weniger hört. Und dann hat irgendwann Adobe, achten Sie die Aussprache Adobe, irgendwann hat Adobe Macromedia gekauft und das Ganze war dann Flash. Adobe Flash ist ja abgemeldet. Das ist ein Verdienst von Steve Jobs, dass Adobe Flash abgemeldet ist, dass er einfach gesagt hat, auf mein iPhone kommt mir das Zeug nicht drauf, Punkt. Gute Maßnahme, weil er hat damit alle Leute gezwungen, was Vernünftiges zu machen. Die Sachen sind jetzt einfach in HTML eingebaut. Flash, Vektorgrafiken mit Interaktion, all das kann HTML inzwischen selber. Der Browser kann es alleine. Wir brauchen nicht so ein extra Anhängsel, mit dem der Browser irgendwie aufgebohrt wird. Die Videos im Internet sind derzeit noch der Punkt, wo Flash massiv verwendet wird, aber Sie sehen, das kann HTML inzwischen alleine, da brauchen wir Flash nicht für. Insofern ist Flash allmählich abgemeldet. 1995. Ein Punkt in der Historie, der vergangen ist, halbwegs vergangen ist inzwischen. Wenn ich Interaktion haben will und saubere Grafiken im Web, brauche ich das nicht mehr. Das geht ohne Zubehör.
Im selben Jahr etwas viel Wichtigeres. Ein Herr namens Brendan Eich, auch nicht so wichtig, wie der heißt, um ihn zu würdigen, erwähne ich das mal. Der hat nämlich eine Sprache geschrieben, eine Sprache entwickelt, soll ich sagen, eine Programmiersprache entwickelt, die zum Schluss JavaScript hieß. Dazu musste Netscape erst Namensrechte kaufen. Java, kennen Sie wahrscheinlich aus der Informatik so ein bisschen, eine richtige große Programmiersprache. JavaScript, eine Skriptsprache, die konzeptionell sogar gar nichts mit Java zu tun hat. Sie sieht auf den allerersten Blick irgendwie so aus, sie sieht aus wie C. Aber funktioniert deutlich anders als Java. Irgendwann hat Netscape einfach den Namen Java sich freigeben lassen, auch von Sun gekauft, die Rechte, und dann eben JavaScript herausbringen dürfen. Der gute Erfinder berichtet an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Vorträgen, er habe seinerzeit in 10 Tagen diese Sprache entwickelt. Und das ist natürlich ein dickes Problem, dass das nicht sehr weitsichtig geplant war. Für die 10 Tage hat er was Geniales geliefert. Was kriegen wir dazu mit JavaScript? Ich schreibe mal was Billiges dazu. Eine Art, wie JavaScript dann Programme auf der Webseite, Programme im HTML-Code, wie es dazu kommen kann, ist, dass Sie hier noch dazu sagen, okay, es kommt noch ein Skript dazu. Also bis dahin ist es ja einfach nur eine Beschreibung, wie, was, wo auf der Seite stehen soll und eine Beschreibung, wie es sich verhalten soll, hier mit einem Link. Mit JavaScript kommen jetzt Programme tatsächlich dazu. Sie sagen, okay, ich brauche noch ein Skript vom Typ. Es könnte auch andere Typen haben. Hat es heute nicht mehr, typischerweise. Oder noch nicht wieder. Typischerweise steht da heutzutage eben einfach Type gleich Text JavaScript. Es kommt ein Skript als im Textformat und es ist in der Sprache JavaScript. Und Sie ahnen, das muss auch irgendwo wieder enden. / Skript. Und dazwischen steht jetzt eben ein Programm. Das sieht gar nicht so schlimm aus. Ich möchte nicht in die Tiefe reingehen, wie JavaScript geht. Das wäre ein bisschen viel, wenn wir Python haben und JavaScript, aber dass Sie es einmal gesehen haben. Baue mir eine Funktion. Na toll. In Python würden Sie def schreiben. Hier in JavaScript schreiben wir Function. Ich gebe dem Ding einen Namen, ein sehr innovativer Name. Ich nenne die Funktion tu was, sie nimmt nichts. Und Sie sehen, das sieht ja doch sehr verdächtig nach C aus und nach Java, was auch immer Sie davon gesehen haben. Eine Funktion, wie man sie erwarten würde. Ich sage allerdings nicht, was an Typ zurückkommt. Es ist eine Skriptsprache. Das haben Sie in Python gesehen. Wenn es um Typen geht, gebe ich hier eine Doppelzahl oder kriege ich ein Int zurück. Das ist bei den Skriptsprachen typischerweise ziemlich schnurz. Sehen Sie deshalb hier nicht. Und diese Funktion soll Folgendes machen. Ich sage der Funktion, greife dir das Dokument. Das Dokument ist im Endeffekt die Webseite. Hole ein bestimmtes Element aus der Webseite raus. Und zwar mit Hilfe der ID, der Identifikation. Dazu sage ich irgendeinem Ding, nehme ich mal den hier. Dieser Absatz hier, dieses Element, dieser Absatz, den gebe ich mal die ID hier. Damit hat das Ding einen Namen. Ich kann jetzt auf diesen Absatz zugreifen, indem ich sage, ich hätte gerne das Element mit der ID hier. Und das kann ich jetzt hier oben verwenden. Aus dem Dokument hole mir das Element mit der ID hier. Und jetzt kann ich damit irgendwas tun. Das Dümmste ist, ich kann das HTML, was in diesem Element drinnen steht, inner HTML, das HTML, was in diesem Element drinnen steht, kann ich einfach ändern. Sagen XYZ. Sowas. Das heißt, was diese Funktion tut, ist, sie greift sich diesen Textabsatz und schreibt was anders rein. Das ist der Job dieser Funktion. Sie können hoffentlich ahnen, dass man damit schlimmere Sachen veranstalten könnte, nur als Idee, wie das dann mal aussieht. Also neben diesen ganzen Beschreibungen, was wo steht auf der Seite, gibt es plötzlich Sachen, die wirklich was tun. Das ist der Job von JavaScript. Diese Funktion wird jetzt noch nicht aufgerufen, aber wir können zum Beispiel dieser Überschrift hier sagen, wenn jemand diese Überschrift klickt, on-click. Hoffe, das erinnert sich so ein bisschen jetzt an Qt. Da gab es auch dann Signals, Ereignisse. Irgendwas wird geklickt, irgendwas bewegt sich, irgendein Wert ändert sich. Genauso hier dann. Ich schreibe es jetzt eben auf diese Weise rein. Wenn jemand auf diese Überschrift klickt, was ist zu tun? Ich sage mal ganz dreist, die Funktion tu was soll aufgerufen werden. So sieht das aus. Jetzt haben wir plötzlich was drinnen auf der Seite. Die Seite tut was. Nebenbei sollte ich sagen, es wird natürlich kein vernünftiger Mensch eine HTML-Seite im Texteditor schreiben. Sie haben natürlich einen vernünftigen Editor mit Debug-Funktionen und so weiter, aber
Es geht tatsächlich auch so, den Punkt wollte ich damit machen, man kann tatsächlich einen ganz normalen Texteditor nehmen. Wenn es 20 Zeilen sind, wenn es 100 Zeilen sind, wird man sich hüten. Und jetzt sollten wir im Prinzip, wenn ich das neu lade, Interaktion haben. Wenn ich auf die Überschrift klicke, steht da XYZ. So einfach geht das. Das war die große Erfindung mit JavaScript. Die Seite kann plötzlich was tun. Sie haben ein Programm drin auf der Seite. Ich sollte noch zum Prinzip was sagen. Im wahren Leben wird natürlich niemand seine Programme da so reinschreiben. Typischerweise hat man hunderte an Zeilen an Programmen bei den üblichen Webseiten. Die klatscht niemand da vorne rein. Man kann einfach sagen, hole dir dieses Skript aus irgendeiner Extradatei. Man gibt hier nicht das Skript ausdrücklich an, sondern man verlinkt eine Extradatei, in der nur Skripte drin stehen. So wird man das typischerweise machen. Es geht auch so, aber das ist dann nichts, was im großen Stile funktioniert. Das zu den Skripten. Und Sie sehen, in der Zeit war wirklich schwer was los. 1996 das nächste große Ding, was heute das Web bestimmt, CSS, Level 1, Cascading Style Sheets, die kaskadierenden Stilvorlagen, Cascading Style Sheets. Ich hoffe, ich denke gleich dran zu sagen, warum Cascading. Was hier jetzt steht, ist eine Beschreibung von Inhalt. Meine tolle Seite ist der Titel, blubber blubber ist der Textabsatz und so weiter, Beschreibung von Inhalt. Und eine Beschreibung von Rolle, wenn man so will. Das ist der Titel, meine tolle Seite. Und H1, das ist die Überschrift. Und P ist der Absatz. Was hier jetzt nicht drin steht, ist, wie es aussehen soll. Wir haben gerade gesehen, es sieht hässlich aus in der Standardeinstellung. Man muss irgendwie auch noch sagen, wie es aussehen soll. Am Anfang von HTML war das ziemlich heftig reinkodiert. Man konnte jeweils noch sagen, sowas wie Schreibfett, wähle einen anderen Font und so weiter, führe ich jetzt gar nicht vor, um sie nicht in Versuchung zu bringen. Das wurde dann einfach mit ähnlichen Text sind diese Sachen in den spitzen Klammern, wurde mit ähnlichen Text dann notiert, dieses Mal fett, blinken lassen, das war der Knüller. So hat man das seinerzeit gemacht. Das ist nicht gut, weil man dann Inhalt und Darstellung vermischt. Ein Gedanke war zum Beispiel, dass man insgesamt alle Überschriften großstellen kann oder auf serifenlos stellen kann, dass auch der Benutzer das tun kann, was der Benutzer sagen kann, das kann ich überhaupt nicht lesen hier, mal alle Textabsätze auf diesen Font und nicht in grau, sondern in schwarz. Solche zentralen Einstellungen waren sehr schwierig. Das ist der Punkt, bei dem die Cascading Style Sheets reingekommen sind. Schon so früh, direkt nach JavaScript, die wurden sogar schon vorher entwickelt, parallel zu JavaScript, aber 1996 ging es los mit dem CSS Level 1, CSS 1, wir sind inzwischen bei CSS 3. Das sieht dann zum Beispiel so aus, dass ich hier, Sie sehen, beim Header habe ich einmal Script, dass ich da noch was dazu kriege, namens Style. Da geht der Style los, da hört der Style auf. Und natürlich wird man im wahren Leben, ich habe es immer noch falsch geschrieben, wird man im wahren Leben das wieder nicht hier oben reinschreiben, sondern man hat das in einer Extradatei. Die Style Sheets liegen typischerweise in Extradateien, weil die auch so monströs groß werden mit 100 Zeilen oder was. Und weil sie dann vor allen Dingen einmal geladen werden können und für x Webseiten verwendet werden können. Wenn sie dieselben Stilvorlagen für die ganze Website haben, für 100 Seiten haben oder sowas, müssen die nur einmal geladen werden, wenn die in einer externen Datei stehen. Wenn die in jeder Datei stehen, müssen sie jedes Mal geladen werden. Das nervt. Dasselbe bei den Skripten. Also ganz viele Gründe, das dann auszulagern. Ich mache jetzt hier die Version zu Fuß vor. Also so ein Element Style käme da rein, da stünde Type gleich. Was für eine Sorte Stilvorlagen ist es? Es ist als reiner Text geschrieben und eine CSS-Stilvorlage. Sie sehen, das ist schon sehr analog. Dann wird es aber deutlich anders. Die Sprache, in der diese Stilvorlagen geschrieben werden, die ist ein bisschen komisch. Das ist eben CSS. Ich kann zum Beispiel sagen, alle Überschriften erster Ordnung, H1, bitte so. Und dann in Schweifklammern dahinter, wie sie denn eingestellt werden sollen. Zum Beispiel soll die Farbe, Color, rot sein. Kann man auch ohne Leerzeichen schreiben, egal. Und die Schriftgröße, Font Size, soll von mir aus 20 Pixel sein. So sieht das dann aus. Cascading heißt, dass man diese Sachen dann vererben kann.
Sie können das dann anderswo überschreiben, dass Sie sagen, okay, ich möchte jetzt nur die Schriftart ändern und die Farbe soll gleich bleiben bei dieser einen Überschrift. Da kommt dann nachher das Cascading ins Spiel. Man könnte auch hier jetzt sagen, okay, meine Textabsätze sollen auch so formatiert sein. Sie können eigene Klassen erzeugen. Sie müssen sich nicht an die Überschriften und die Absätze halten. Das füllt Bücher. Da kann man ein Telefonbuch mitfüllen, was das Ding alles kann. Runde Ecken, man kann sogar Animationen vorgeben und ähnlicher Kram. Es ist extrem viel. Damit habe ich jetzt direkt H1 umgestaltet. Und wenn ich neu lade, sehen wir eine Überschrift in dieser Form. Das sind Cascading Style Sheets, CSS. Also man hat jetzt die Inhalte. Das ist sozusagen das, was zwischen den spitzen Klammern steht. Das sind sozusagen die Inhalte. Man hat die Beschreibung der Rollen der Inhalte. Das ist ein Absatz, das ist eine Überschrift erster Ordnung. Dies ist der Titel. Man hat Verhalten, programmiert und teilweise konfiguriert. Ich sage einfach nur, das hier ist ein Link. Dann weiß der Browser, was er tun soll. Dann macht das Standardverhalten für einen Link. Und man hat Aussehen über diese Style Sheets. Das ist, wie das heute aussieht, alles zusammengenommen. Da kommt jetzt noch eine Geschichte hinzu, wenn ich hier die Zeitleiste ein bisschen weiter abarbeite. 1999 hat Microsoft etwas eingeführt, XML HTTP Request. Oh ja. XML kennen Sie inzwischen, das ist diese Art Formatierung mit spitzen Klammern, ein richtiger Standard, den man ordentlich nachlesen könnte, aber für uns jetzt nicht so dramatisch. Das ist diese Art an Dokumenten mit spitzen Klammern. HTTP ist das Protokoll, mit dem HTML-Seiten übers Internet geholt werden und Request die Abfrage. Dieser Name sagt nicht wirklich, worum es geht. Der Gedanke ist, dass man auf seiner Webseite mit dem Server reden kann. Denn das hat hier bisher noch nicht passiert. Ich rede mit der Webseite selbst. Ich sage in dieser Funktion, ach, tu dieses, tu jenes, wenn dieses oder jenes passiert, auf der Webseite mit diesem XML-HTTP-Request, was für ein Name. Damit war die Möglichkeit gegeben, auch in Programmen auf den Server zuzugreifen. Ein weiterer Befehl, in diesem Fall dann in JavaScript, bei Microsoft dann im Zweifelsfall nicht in JavaScript, aber heute in JavaScript, mit dem man auf den Server zugreifen kann. Ich kann zwischendurch, die Seite ist aufgebaut, die Seite ist geladen, ich kann jetzt, während der Benutzer damit arbeitet, zwischendurch mit dem Server reden. Das war die Grundlage für Web 2.0, will ich gleich noch ein bisschen mehr sagen und vor allen Dingen, was das auch dann User-Interface-mäßig bedeutet. Ein anderer Name dafür war AJAX, sagt man heute kaum noch, AJAX. Asynchronous JavaScript and, das A steht für and, XML. Asynchronous JavaScript and XML sagt dasselbe. So hieß der Befehl seinerzeit. AJAX hieß die Technik. Da gab es dann 1000 Bücher in den Jahren, wie das funktioniert. Es ist ein Teil von Web 2.0. Die Webseite kann live mit dem Server reden. Web 2.0 ist eigentlich eher dann sowas wie Wikipedia, Facebook. Im Hintergrund meint man immer gerne auch sowas wie AJAX. Ich zeige mal ein Beispiel in Aktion. Das ist ein total billiges Beispiel, wie das dann aussehen könnte. Jetzt habe ich eine Webseite, die mit dem Server redet. Ich tippe was auf der Webseite ein und der Server, ganz banal, meldet einfach nur zurück. Ich habe 5 Buchstaben gekriegt. Ich zeige mal, wie das im Hintergrund aussieht. Quelltext. Ja, Sie sehen, das wird dann etwas heftiger, wenn man das einbaut. Das ist jetzt nicht Gegenstand dieser Veranstaltung. Im Hintergrund gibt es dann solche Sachen. Ich muss gleich noch sagen, wieso jetzt Dollarzeichen und so. Das ist alles nicht original JavaScript. Das ist schon viel daran gestrickt. Im Hintergrund passieren ganz fürchterliche Sachen. Es werden Daten an den Server geschickt und es wird eine Rückgabe vom Server geholt. Das ist, was Sie in Aktion sehen, wenn Sie zu Google gehen und dann irgendwie eintippen, FH und so weiter. Das ist, was Sie in der Aktion sehen. Die Seite redet mit dem Server, aber dazu muss man erstmal die technische Grundlage dafür haben, dass die Seite mit dem Server redet. Also irgendwo auf der Google-Webseite gibt es ein Stückchen JavaScript, das liest bei jeder Eingabe, die ich mache, wissen Sie schon, wie das geht, irgendwas mit Keydown oder sowas wird das sein, bei jeder Eingabe, die ich hier mache, schickt dieses Skript auf der Webseite, ein Stückchen JavaScript, das schickt dann
meine Eingabe an Google und Google von seinen Servern meldet zurück, okay, diese vier Möglichkeiten hätte ich anzubieten. Und nebenbei wird vielleicht sogar noch der ganze Inhalt hier komplett geändert. Das war der Schlüssel dahin. Die Webseite kann mit dem Server reden. Das ist heute selbstverständlich, aber musste erstmal gebaut werden, 1999. Seitdem ist noch elend viel passiert, will ich nicht alles vorführen, vor allem nicht hier aus dem alten schwachen Rechner. Das wird nicht gut funktionieren. Unter diesem Label HTML5 ist in den letzten Jahren sehr viel dazugekommen. Und schreibe ich einfach nur mal. Solche Sachen wie Local Storage. Die Webseite kann sich was merken. Wenn ich auf der Webseite was eingestellt habe, was eingegeben habe, meinen Namen, irgendwelche Übungen gemacht habe, was gekauft habe, merkt sich der Browser für die Webseite diese Daten, die sind nicht verloren. Das Übliche ist ja, Sie gehen auf eine andere Webseite und alles ist weg. Alles, was Sie eingetragen haben, alles ist weg, wenn es nicht zum Server geschickt worden ist. Local Storage heißt, die Webseite kann sich das selber merken. Das haben wir zum Beispiel hier bei Capira eingebaut. Der Fortschritt der Übungen, den merkt sich nicht der Server, sondern den merkt sich der Browser für diese Webseite. Das nennt sich Local Storage. Und JavaScript kann im Browser was abspeichern und das nächste Mal, wenn man wieder auf dieselbe Seite kommt, kann man damit weiterarbeiten. Das gab es vorher schon in ganz kleinen Rahmen. Das hieß Cookies und heißt immer noch Cookies. Das ist sehr beschränkt. Mit Local Storage kann man sehr viel mehr speichern. Das ist dann so, wenn Sie hier irgendwo jetzt auf Capira irgendeine Übung machen. Oh je, wie läuft dieser Buch vollständig gekürzt? Ah, Drittel. Und ich merke mir diese Adresse hier. Schließe diese Seite, gehe wieder auf diese Seite, ist das Ding da immer noch an. Und das hat er sich im Browser gemerkt, das hat er sich nicht auf dem Server gemerkt. Das ist Local Storage. Eigentlich eine Grundvoraussetzung, um vernünftig mit dem Web arbeiten zu können, denken Sie an Google Docs und so weiter, Google Drive und so weiter. Sie schreiben irgendeinen Roman im Netz und dann gehen Sie auf eine andere Webseite. Ups, keine gute Idee. Oder Sie verlieren zwischendurch die Verbindung, weil sie im Zug sitzen und der in ein Funkloch fährt. Dann WebRTC finde ich sehr spannend. WebRTC ist sozusagen Skype im Browser. Der Browser selbst kann Audio- und Videoverbindungen aufnehmen. Man braucht für irgendwelche Konferenzen nicht mehr Spezialsoftware. Was ich auf diesem Rechner beim besten Willen nicht vorführen kann, Web3D. 3D-Grafik im Browser. In JavaScript kann man 3D-Programmierung machen. Nach Art von OpenGL, falls Sie das jemals gesehen haben bei den Kollegen. OpenGL im Browser, das ist Web3D. Das Problem ist, die verschiedenen Browser unterstützen nicht alles davon. Das ist eine mittlere Katastrophe. Es gibt diese nette Webseite, die heißt Can I Use, die das durchdekliniert. Was geht denn jetzt nun eigentlich? Und dann hier zum Beispiel HTML5, das eben, sind eben so diese modernen, in Anführungszeichen, Geschichten. Wenn man sich durchgräbt, was geht jetzt? Hash-Change-Event, was auch immer das sein mag. Oder Content-Editable-Attribute. Man kann jedem Ding mitgeben, du bist editierbar. Dass es direkt im Browser editiert werden kann. Ohne irgendwas an JavaScript. Sie sehen, was da alles vorgesehen ist. Und, naja, einige Browser können es, andere nicht. Sie sehen hier Opera Mini. Kann es derzeit nicht. Einige können es inzwischen. Classlist. Man muss also immer im Hinterkopf haben, welchen Browser haben die Benutzer gerade. Wenn die eine alte Version irgendeines Browsers haben oder einen Browser, der ein bisschen klein ist, Opera Mini, oder nicht sehr gepflegt wird vom Hersteller, dann hat man das Problem, dass die Sachen bei denen nicht laufen. Da muss ich gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Das ist das, was heute das Internet plagt. Je mehr neue Features Sie reinnehmen, diese Kiste hier läuft mehr oder minder auf allen Browsern, je mehr neue Sachen Sie reinnehmen, umso heikler wird das. Es gibt so ein paar Brücken, JavaScript-Code, der automatisch Brücken baut sozusagen, die Funktionen nachträgt, die fehlen, aber das ist nicht gerade sehr befriedigend, das auf diese Weise zu machen. Ja, das zur Geschichte. Wir sehen, seitdem ist dann offensichtlich nicht mehr ganz so viel passiert. CSS 2, CSS 3, HTML 2, 3, 4, 5 sozusagen. Aber die prinzipiellen Sachen waren vor dem Jahr 2000 eigentlich alle da. Prinzipielle Sachen, weil das nirgendwo anders reinpasst, sage ich das gerade mal hier. Auch nichts, was man jetzt auswendig lernt. Nur als Hinweis für die Praxis.
Nach heutigem Stand braucht jede Webseite, fast jede Webseite, aber besser jede Webseite ein Impressum. Auch das ist sehr zeitabhängig. Man muss immer nachgucken, was muss denn jetzt gerade im Impressum stehen. Lohnt sich nicht, dass ich das hier irgendwie genau aufschreibe. Man muss immer nachgucken, was ist gerade angesagt fürs Impressum. Nach heutigem Stand braucht praktisch jede Webseite auch eine Datenschutzerklärung. Auch das ist im Fluss. Jugendschutz könnte demnächst was Spannendes sein für alle. Schreibe ich jetzt nicht dazu, muss man gucken. Dicker Punkt, Barrierefreiheit, sobald Sie was für den Staat machen, Barrierefreiheit. Ich will sowieso später demnächst nochmal ganz dick auf den Punkt eingehen. Insofern hier nur angerissen. Und ganz was Komisches, was jüngst aufgekommen ist, eine Sendelizenz, eine Sendegenehmigung, Sendelizenz. Das ist aufgekommen mit Google Hangout, die große Variante von Google Hangout, bei der dann eben hunderte an Leuten teilnehmen können. Dann habe ich im Prinzip einen Live-Sender. Ich setze mich vor meine Kamera, mache mein Sendeprogramm oder habe sogar ein paar Leute dann vor der Kamera, mache mein Sendeprogramm live und dann kommt man plötzlich in die Schwierigkeit, dass die Medienanstalten, die Landesmedienanstalten eine Sendelizenz haben wollen. Wenn man mit einer Live-Sendung mehr als 500 Leute erreichen könnte, technischerseits, das Ganze noch redaktionell ist, hat man ein Problem, dass man vielleicht eine Lizenz haben muss. Eine total schräge Geschichte. Anfang dieses Jahres hochgekocht durch diese neue Funktion von Google Hangout, dass ich wirklich 500 Leute theoretisch erreichen kann live und nicht mehr nur wie bei Skype mit 2-3 Leuten reden kann. Das als rechtliche Fußnote, um es erwähnt zu haben. Sowas muss man dann immer im Hinterkopf haben. Also Usability und so weiter ist die eine Geschichte, aber es gibt auch eben rechtliche Anforderungen und Barrierefreiheit ist natürlich auch Teil der Usability.